Warte. Okay, ich bin oben. Nein, ich bin er hat's gesehen. Jetzt, komm! Komm schon! Nice! Wie hast du das denn gemacht? Hey, willkommen! Ich bin der Bergwald und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf dem Bergwerk-Lab-Server zusammen mit Sergeant Max. Hallo! Hey! Und heute in einer spannenden 2-vs-2 Situation auf einer meiner Lieblingsmaps, und zwar 00 Birgi, die so ein bisschen an Sylden erinnert, wo ich Anfang des Jahres war. Deswegen so ein bisschen James Bond mit hier so einem Helikopter und hier so einem Drehrestaurant auf so einem Berg. Helikopter. Und da hinten ist so eine Vulkanbasis in so einem Vulkan. War vorhin nicht extra Sergeant Max. Was hat er gemacht? Habt ihr Beef oder Keine was? Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Da gibt's Stress, glaube ich, kann das sein. I do not really know wovon he's talking about, ey. Ja. Genau, ich wollte euch ganz gerne in dieser Folge, wenn es denn klappt, ich kann es nicht garantieren, mal so ein bisschen das zeigen, was Bed Wars Duel eigentlich ausmacht, weil momentan, die Leute tauen zwar auf, aber es wird noch wenig genutzt und wenn man erstmal weiß... wie schnell sind die gleich in der Mitte, Alter? Naja, wenn man erstmal weiß, was es so alles für Items und Möglichkeiten gibt, dann wird das hier eigentlich eine relativ spannende Runde. Allen voran natürlich durch die Teleporter und durch die Smaragde. Ja, bitte? Ja, genau, das war die Frage. Brauche ich immer, also ich brauche ja einen Smaragd, um den Teleporter nutzen zu können oder genau. um ihn zu öffnen? Nee, du musst ihn immer benutzen. Das heißt, ich brauche zwei Smaragde, um hin und zurückzukommen, richtig? Genau. Ja, im besten Fall musst du ja nicht durch den Teleporter nochmal zurück. Es sei denn, du wirst zurückgestoßen quasi. Ja gut, wenn ich zurück will, brauche ich aber im Prinzip zwei Smaragde, ne? Okay, Lucky Punch wartet jetzt hier. Okay. Ich habe leider keine Blöcke mehr. Hast du noch Blöcke? Wir sind kurz vor der Mitte, bin ich verhungert. Okay, warte, ich bin sofort da. Oh Gott. Easy, lass dir Zeit, alles gut. Okay, alles klar. Der hat auch, wobei doch, der baut dich jetzt zu und rüber, aber ich gehe da mal schnell rüber. Du hast nur einen Stick, ne? Genau. Ja. Lass ihn erstmal kommen, oder? Ja. Aber das wäre schon geil, wenn das bei dir jetzt, okay? Alles gut. Er soll jetzt erstmal kommen. Oh Gott! Ah, okay, er ist runtergesprungen. Okay, das ist nice. Ich gehe nochmal zurück und hol mir ein bisschen Zeug, ne? Ja, ist dein Kollege schon unten, weißt du das? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Kann gut sein, dass der häselige Niklas unten ist. Nee, der häselige Niklas kommt. Ich muss auf den Fight jetzt. Verdammt. Ich muss fighten. Achso, stimmt, du brauchst ja ein Dia. Ja, klar. Macht Sinn. That makes sense. Actually, it makes sense. Okay, weil dann versuchen wir nämlich einfach von hinten reinzustoßen. So, von unten jetzt. Oh, Dodge! Oh Gott, was machst du? Alles gut? Ich weiß nicht, alles gut. Oh Gott, ich bin auf der Rakete. Oh, du alte Sau. Komm. Okay, Alter, wir kämpfen uns hier gerade komplett. Nein! Niki! Oh, alter Schwede! Alles gut? Alter! Gut? Ja. Wir haben hier gerade ein heftiges. Bist du hier? Nee. Da ist jemand anderes! Nein! Oh Gott! Okay, Max. Was los, Alter? Alles gut. Ich muss kurz raggen. Ich komm zu dir. Okay, alles klar. Ich habe richtig viel Gold, wenn das jetzt hier klappt. Okay. Oh, hast du überhaupt noch Blöcke? Ich hab Blöcke. Ich hab Blöcke mitgenommen. Da kommt schon wieder einer. Nee, alles gut. Der geht zum Eisen. So, okay. Der andere hat sich jetzt equipped ein bisschen. Sieht so, zumindest ich hab 32 beide Gold. Grad, ja, beide machen da gerade irgendwas. Ich komm zu dir runter, ne? Nein. Ja, okay. Ich bin schon oben. Okay. Ich warte hier einfach sozusagen. Okay. Alter, wir müssen mal kurz ein bisschen down kommen jetzt. Ich kann mir ein bisschen down of life. Okay, alles klar. Ich bin jetzt hier in der Mitte. Ich habe sozusagen das gerade im Blick, wenn die kommen würden, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe 3 Smaragde. Das heißt, ich werde jetzt kurz mir das Eisen snacken und dann versuche ich direkt von hinten durch den Teleporter zu kommen. Was hältst du von der Maßnahme? Mach das. Ich lenke die von vorne ab und du könntest dann hinten durch den Teleporter sozusagen. So gefällt mir das. Ich versuche mal ganz... so ein bisschen Stissel. Ja. Okay, die sind völlig abgelenkt gerade. Nice. Okay, alles klar. Aber ich stehe vorne und lock ihn gerade so ein bisschen raus aus der Reserve. Okay. Gibt es da irgendwas, dass sie das sehen, dass der offen ist? Nee, ne? Ja doch, es gibt am Anfang immer ein Geräusch. Okay. Also ich mach das mal so, was ich halt auch absolut liebe. Das bringe ich dir mal kurz. Um mal ein bisschen die Items zu zeigen. Übrigens zwei Sachen, die wir geändert haben. Das erste, wenn ihr sterbt, verliert ihr nicht alle Smaragde, sondern nur die Hälfte. Das heißt, die Smaragde sind ja hier unten. Das zweite ist, ihr könnt hier auf die Blöcke draufklicken jetzt inzwischen. Das geht auch für diejenigen, die da... Okay, er ist down. Okay, sehr nice. Oder hat er überlebt? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal sicherheitshalber einen Bogen mit. Ihr könnt auch überlebt haben. Nee, es gab doch keine Todesmeldung unten. Hast du mal geguckt? Okay, ich sehe schon, alles klar. Okay. Mach, dass du wegkommst, Alter. Okay, jetzt ist er down. Ich habe 1 Smaragd bekommen. Nice. Okay. Das heißt, wir können zusammen den Teleporter stürmen sozusagen. Ne? Ja, wollen wir das machen? Warte mal. Ich will einmal kurz versuchen, das Item zu zeigen hier. Warte. Ja, mach das. Bleib mal kurz da. Ja, ich muss ganz kurz hier runter einmal. Was für ein Item, welches denn? Die Bombe platzen lassen. Warte, ich will sehen. Warte, ich hol kurz was Gold hier hoch. Warte. Ich komm zu dir hoch, ja? Ja, Moment. Okay. So, warte. Ach, hier kommen wir ja gar nicht hoch. Ich bin so ein Idiot, warte. Ja. Alter, wie schnell das Gold hier spawnt. Unfassbar gut. Okay. Warte mal, ich... Oh Gott. Mach mal was anders.
Ich glaube, okay. ich schaff's mit den Blöcken nicht. Warte, ich okay, pass auf. Warte. Wo sind die? Okay, ich bin oben. Nein, ich bin er hat's gesehen. Jetzt, komm! Komm schon! Nice! Wie hast du das denn gemacht? Einfach nur so dahin platzieren? Ja, und eine dann TNT, genau. Und dann kannst du dir noch so eine Fernbedienung kaufen. Ach, die muss man auch noch einzeln kaufen. Ja, natürlich. Ja, für Eisen, genau. Ich brauch Blöcke für Okay. Okay, pass auf. Okay. Dann komm, du kannst jetzt rein theoretisch mitkommen. Ja, ich brauch Blöcke. Hab ich da runtergeworfen. Leute, ganz wichtig, um jetzt kurz ein bisschen mal cool down zu kommen. Das Smaragd-Update, das werden wir momentan, weil wegen Beta-Status, wird daran ständig gearbeitet. Wir wollen es noch so machen. Warte mal. At all. Guck, das ist genau der Punkt, Alter. Das ist genau der Punkt, Alter. Die Leute haben einfach nicht damit gerechnet. Genau. Deswegen zeige ich es jetzt mal, damit die Leute wissen, oh, da muss man ja eventuell auch drauf aufpassen. Was wir noch machen wollen, ist die Smaragde halt noch stärker einzubauen. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier. Was gibt's denn da noch alles? Ah, den Bogen gibt genau. Es, was kann der? Guck mal kurz, dass keiner kommt. Ich fange kurz mit Kryptonite an. Wenn ihr den platziert neben eurem Bett oder neben Blöcken allgemein, dann können die Spieler langsam abbauen. Oder auch langsamer auch das schlagen. Bett? Also genau, das Bett. Also grundsätzlich lohnt sich alle das? Blöcke. Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. Also okay. man braucht halt lange zum Abbauen und kann dann als Kompensierung quasi den Bagger 288 kaufen. und damit kannst du halt 10 Blöcke ganz, ganz schnell durchschlagen. Bei Schwertern haben wir zum Beispiel noch nichts. Beim Bogen haben wir dann hier, haben sie auch viele gewünscht. Die waren in der Mitte und gehen wieder zurück. Kann man sich hier den Infinity-Bogen holen. Und ansonsten noch einen Goldapfel und hier gibt es dann halt nochmal den Seelenstein. Damit kann man einem Teammitglied ein extra Leben geben. Das heißt, wenn ich den jetzt kaufen würde, dann könnte ich Max ein extra Leben geben. Und wenn unser Bett abgebaut ist und er stirbt, dann kann er zwar noch einmal respawnen. Und da versuchen wir halt momentan, da könnt ihr auch zum Beispiel im Forum noch neue Ideen reinschreiben. Und dann gucken wir mal, was da so Gutes bei ist. Die Insta-Brücke kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ja, die Insta-Brücke, damit mache ich... Oh Gott, jetzt war ich hier gerade rum. Alles gut. Eine Brücke kann ich halt werfen. Okay, wollte ich nur kurz sagen. Und eine Sache noch, genau, wo waren wir aktuell arbeiten, ist, desto stärker ein Spieler equipped ist, dass er natürlich auch mehr Smaragde wert ist. Das heißt, wenn man es dann schafft, zum Beispiel mit einem Knockback-Stick jemanden runterzuhauen, der absolute Babo ist, dann kriegt man dafür natürlich auch mehr Smaragde. So, jetzt riskiere ich mal was, Max. Ich komme mit zu dem Dings da, warte. Ja, komm rüber. Ja, warte. Ich überlege ganz kurz, ob es Sinn macht, das Bett einzubauen, oder ist egal? Doch, auf jeden Fall. Warte mal kurz. Ja, mach du das, ich mach das hier eben. Der baut sich. Okay, genau. Ich sehe nämlich auch gerade nur... Oh, der hat einen Bogen. Fuck. Okay, das ist blöd. Da habe ich jetzt gerade nicht richtig mitgedacht. Ich tue einfach so, als würde ich wieder zurückgehen. Ich habe natürlich die Enderperle, aber ich kann gerade nicht richtig die Distanz... Oh, die kommen beide, okay. Was ist mit dieser Brücke? Gibt's die noch? Ja, die ist da. Ich hab die auch schon gebaut. Also du kommst zu mir gerade. Oh, einen habe ich runter. Oh, Alter. Ja. Okay, du sagst, wenn es brenzlig wird. Ich baue gerade das Bett ein. Ja. Wie gesagt, ihr kennt das ja auch, falls ihr es gerade noch nicht gesehen habt. Bei uns gibt es keinen Infinity-Bogen von Anfang an, sondern der Standard-Bogen, den gibt es halt nur mit einer gewissen Anzahl an... Also da muss man Pfeile einzeln für kaufen. Deswegen genau, kann aber der ist gar nicht so schlimm, weil du kriegst im Prinzip ja 5 Pfeile für einen Eisenblock. Ja, und das beugt halt vor, dass wir jetzt hier hardcore spammen, weil ihm wird natürlich im besten Fall gleich auch die Pfeile ausgehen. Soll ich jetzt hinten rumkommen oder ja, nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, der andere kommt gerade von vorne. Ich tue es jetzt einfach. Komm, Birgi. Ich weiß no nicht. Risk, no fun, guck, da, guck, guck. Zu spät. Bin schon da. Okay, jetzt. Okay, alles klar. Vielleicht noch einmal gucken, ob da gerade der Gegner kommt. Du hast das Bett eingebaut, sagst du? Ja, habe ich gemacht. Okay, ich gehe durch. Bam, okay. Alter. Hallo. Okay. Hi. Okay, ich habe keine Spitzhacke dabei, sehe ich gerade. Ich habe eine Spitzhacke und ich hab auch Pfeile. Okay. Schieß mal auf ihn. Ja, mache ich. Er hat kassiert. Ey, unser Bett ist sowas von frei gerade. Oh Gott. Ich habe keine Blöcke mehr. Scheiße. Ja, ich hab noch welche. Warte, ich schmeiße die da hoch. Nice. Okay, das reicht ist glaube ich, glaub ich vorhin an mir vorbeigegangen. Okay, warte. Ja, ich komme hier gerade nicht hoch. Warte, ich muss. Warte. Reicht das? Es reicht. Ich muss ja nur gucken, dass ich jetzt. Nice. Ich glaube, er muss. Er ist gestorben. Was passiert? Aber ich glaube, er muss auf jeden Fall Pfeile holen. Er hat keine mehr. Okay, ich probiere einfach mal die Enderperle zu werfen. Es hilft nichts. Bitte. Ja, ich bin da. Okay, warte, ich komme auch. Ich hab nicht genug Blöcke, um rüberzukommen. Nein, ich hab nicht genug Blöcke, um rüberzukommen. Okay, ich komme wieder zurück. Warte. Ach, verdammt. Der kriegt mich jetzt noch. Nein. Okay, ich hab ihn. Ich hab keine Blöcke. Oh Gott, warte. Ja, ich kann nichts machen hier gerade. Okay, alles klar, warte. Warte, ich muss hier kurz. Achso, hat er überhaupt das Bett eingebaut? Hat er nicht. Aber Max, die sind, glaube ich, auf dem Weg zu uns. Kannst du zu uns rüber? Ja, ich geh zurück. Okay. Bin schon drüben. Okay. Alles klar. Ich muss nur gucken, ob ich wieder hochkomme hier. Oh Gott. Hat er noch einen Bogen gehabt? Ich hoffe nicht. Okay. Du kleiner Schlawiner. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Oh. Alter.
Vor allem, wie witzig mit dieser Gondel hier, nice. Ist da Gold in der Gondel? Spawnt da Gold? Ja, das spawnt Gold. Ja. Sieht zumindest so aus. Nee, das ist ein Goldspawner, aber den haben wir noch nicht geupdatet. Achso. Guck mal, er kommt jetzt, der will kommen. Aber der will kommen? Ganz ehrlich, okay, alles gut. Der haut schon wieder ab. Okay, ich versuche von hinten zu kommen. Ist er equipped? Nö, der hat gar nichts. Okay. Wo ist denn der andere? Der ist tot. Nee, der steht, jetzt doch tatsächlich. Schnapp ihn dir! Niggi! Nice! Sehr schön. Das war gut, das hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall, ey. Die Runde, das ist die eine dieser Runden, wo ich dann das Gefühl habe, genau so. Okay, das haben wir natürlich auch selber gespielt. Aber so. Ja, aber es hat alles. Es hatte quasi alles, ja. Zumindest von dem, was wir momentan haben. Leute, jetzt seht ihr, wie man Bad Wars Duel auch spielen kann. Ihr könnt es natürlich auch wie ein komplett normales Bad Wars spielen. Aber eben, ihr habt auch die Möglichkeiten, die Teleporter und die Smart-Items zu nutzen. Entschuldigung. Das macht das Ganze halt echt spannender. Gerade wenn zum Beispiel der Teleporter genutzt wird und ihr. Eben. Das nicht so im Begriff davon sein, wie das funktioniert. Ich meine, gerade dann ist man gezwungen und verändert das Spielgeschehen einfach sofort. Genau, und die Situation hatten wir ja gerade, dass zum Beispiel auch dann Max und ich uns entscheiden mussten, passt jetzt einer vorne auf, gehen wir beide hinten durch den Teleporter. Und, ja genau, da muss man sich halt echt gut absprechen. Ne? Genau. Und ja, wie gesagt, also jetzt wisst ihr es, falls ihr es noch nicht kanntet. Ich habe bei beiden YouTube-Videos, ich schaue mir natürlich eure YouTube-Videos an, die ihr über Bergwerk Labs macht, habe ich gesehen, dass es manche noch nicht wirklich kannten und immer überrascht sind, was ist das für ein Geräusch. Aber wie gesagt, ihr könnt sehr gerne jetzt einmal selbst ausprobieren. IP unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, schaut bei Max vorbei, dann nehmen wir jetzt auch nochmal ein, zwei Runden auf und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Max, danke fürs dabei sein. Ja, immer wieder gerne, man. Einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Rein, Leute.